So, hallo, meine lieben. Was? So! Ach komm, was ist denn los? Ich wollte gerade Hallo sagen. Was machst du denn? Ja, was machst du? Oh. Aha, mit Anlauf und jetzt auf meinen Schoß oder was? Na, ich glaub's ja nicht. Aha, dann muss man gucken, wie wir es mit dem Kabel machen hier. Oh Mann. Ja, genau. Tu dich auf meinen Schoß schlafen. Ja, und wie soll ich jetzt heilen? Ist dir egal, gell? Jo. Na, du bist ja drauf. Na gut, also. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Shadowlands Folge 18. Oder 19? Jetzt hast du mich total durcheinander gebracht. Ich weiß nicht mehr, ob es 18 oder 19. Also entweder 18 oder 19. So. Wir werden es nach der Aufnahme wissen. Heute mit Miezekatze auf dem Schoß, deswegen ja, gerade ein bisschen ungünstig. Du, so können wir das aber nicht. Ja, das ist schwierig jetzt. Das ist schwierig jetzt. Komm, wir gucken einfach mal, was wir letztes Mal bekommen haben. Ja, genau. Kommt ja immer eine Belohnung. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja. Die ist besser als unsere. Genau, jawohl. So sieht's aus. Das können wir aber nicht ewig so machen, du Luder. Nicht so eilig. Wenn ich hier ein bisschen was spielen will. Du, sag mal. Ich hier meinen Arm hinleg, schlotsch meinen Arm ab. Na, du bist ja drauf. Du alte Hummel. Ja, du alte Hummel. Ja, genau. Ganz genau. Au! Nicht in meinen Schonken reinkrallen. Ich habe doch nur ein leichtes Beinkleid an. Kann man doch nicht machen hier. Heile. Heilandsack. So, mal gucken hier. Oh ja, die Halskette ist besser als unsere. Heide Maria und Josef und wie. Ja, muss ab und an mal seine Ausrüstung überprüfen. Das ist auch besser als unser Umhang. Aber wir haben doch auch noch einen Dingensumhang, den wir auswählen können. Wir haben doch noch einen Erbstückumhang. Warte mal. Was haben wir hier noch? Nochmal Plattenhose, das ist unsere besser, also weg damit. Die behalten wir, wie gesagt, weil sie Lüller ist. Bis zum nächsten Mal. Erbstücke. Oh Mann. Wo haben wir den denn? Hier. Also, der müsste doch auch schon. Der ist auch schon, ja, noch nicht ganz besser. Von Werten her, aber. Wir holen ihn mal. Wir holen ihn mal rüber. Wir ziehen ihn auch mal an. Der wird bald besser sein. Sprecht. Vor allen Dingen, weil dann haben wir hier schon mal das Fünfer-Ding mit der Explosion des Wissens. Ich weiß gar nicht, warum wir den nicht anhatten. Ich hoffe, wir haben nicht doppelt jetzt. Egal. So. Holla, die Waldfee. Genug ja, davon. Schmusi machen. Genau. Jetzt haben wir da ein bisschen runtergefahren. Ich mache es immer so, ich nehme ein, zwei Folgen auf, dann gucke ich, was der Upload macht. Dann schaue ich ein bisschen Amazon Prime. Und dann nehme ich wieder auf und dann esse ich vielleicht was. Und so machen wir einen ganz entspannten Sonntagmittag mit pelziger Wärmflasche auf dem Schoß. Ja, sowas. Sachen. Oh. Au. Hör auf. Das ist mein Bein. Ich weiß gar nicht, warum du so schmusig bist. Achso, wir wollten ja umschalten. Ich hatte mir gerade überlegt, ob wir noch einen Classic Dungeon machen. Sind wir bei Hallo? Aber. Ich verliere den Überblick. Da die Schlumpfine gerade da ist und rumschmust, kann ich mich da nicht so richtig drauf konzentrieren. Das heißt, wir gehen mal in die Scherbenwelt. Weil da kann ich nebenher immer ein paar Quests machen.
und dann auch in die Inis reingehen. Müssen wir mal ausnutzen, dass wir... Ach da, okay. Dass wir Zeitwanderungs-Dungeons haben. Mit Burning Crusade. Die Sonne ist auch ein bisschen weitergewandert inzwischen, was schön ist. Der scheint sie mir nicht mehr so ganz ins Gefries. Oh ja. Du bist eine alte Storikatze. Oh. Ganz alte Storikatze. So. Ach, da müssen wir nach da unten, genau. Das habe ich ewig lang nicht gewusst, dass da unten auch noch Portale sind. Ich habe gesucht wie ein Bescheuerter. Hm. Ja, genau. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Ich könnte da durchgehen, aber ich will, dass er mich zum Portal bringt. Weil das sind ja die Anfangsquests. Jetzt habe ich gerade noch im Kopf gehabt, dass wir in die Allianzfeste fliegen, aber wir sind ja Horde. Ich habe jetzt so lange Allianz gespielt in der letzten Zeit. Also hier das letzte... Fast ja. März 2020 habe ich wieder angefangen, WoW zu spielen, einfach weil, ne, Corona und dergleichen, und jetzt im Februar wollte ich eigentlich aufhören und dann kam Twitch. Und jetzt sind wir wieder dabei. So. Komm, der Scherbenwelt. Herzlichen Dank, Frank. Genau, hier sind die beiden Portale. Aufmachen. Ich habe im Moment bloß eine Hand. Ich tue mir nur Maus. Mit der linken Hand muss ich Katzen beschmusen. Mhm. Ja. Katzenkopf mit Riesenohren, gell? Ihr? Ja, ja. Da. Ja, so was. Du bist ja drauf. Ruhm der Horde. Lass dir es wieder gut gehen, gell? Du lässt dir es wieder gut gehen. Seid sicher. Mokra. So, fliegt Daben. Sralma. Ei, ei. Und was sehe ich denn da? Da hart ja schon wieder jemand, hä? Kommt langsam das sommerliche Sommerfell durch. Aha. Ja, 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 ja. Natürlich. Gespannt, ob man dich überhaupt im Mikro hört. Ich bist du laut genug. Schnurikowski. Ich war vorhin irritiert. Ich habe gesehen, dass ich meine Grafikkarte immer mal ein, zwei Sekunden andreht und dann wieder aufhört und dann wieder andreht und dann wieder aufhört. Aber ich habe mal nachgelesen, es liegt wohl daran, dass es um die 60 Grad nur warm war. Und ja, fängt wohl erst oberhalb an. Besser so als anders. Ich meine, Grafikprobleme haben wir ja keine. Und daher passt der Kittel. So. Oh, überall Flugkatzenviechszeug. Hä? Haare. Flugkatzenviechszeug. Und wie lange machen wir das jetzt? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder was? Und dann kann ich nie wieder in die Inni reingehen, weil ich immer nur eine Hand frei habe. Aber immerhin habe ich warme Oberschenkel. naja. So. Zeit ist Geld. Ah ja, genau. Bleib gut drauf. Auf den Holz und Metall. Ja, aber das Problem ist, wenn du hier liegst, kann ich die Tastatur nicht ausziehen. Das heißt, ich steuere gerade nur mit der Maus. Und hol den Voodoo. Loktar für die Horde. Okreganugal. Mhm. Kraft und Ehre. So. Gell, das Leder, die Leder hier, der Ledersessel ist auch so glatt. Ne? Auch wenn Teppich drauflegt, wenn du da mit Schwung drauf springst, dann rutschst du mit dem gesamten Teppichzeug nach hinten. Was haben wir denn da? Dreckabfahrer. Ist da Dreck an deinem Auge gewesen? Na sowas. Heidewitzka, Herr Kapitän. Also in den Augenwinkeln. Hat sie erstmal sowas Schwarzes.
Ab und an. Geht mit der Erdenmutter. Geht mit der Erdenmutter. Nee, ich kenne die Frau doch gar nicht. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Ja, genau. Schüttel dich rum, damit dein Sabber überall durch die Gegend fliegt. So ist es richtig. Ja, ja. Gell? Ist nicht so leicht, wenn man keine Zahlen hat. Jo, ja. Ein bisschen hast du ja noch vorne. So drei oder so. Drei kleine Zahlen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das normal? Ja, das ist normal, okay. Das ist der Übergang vom Kopf zu deinem Ohr. Das hat gerade ausgesehen, als ob du eine Beule hättest. Gott. Nee, nee. Nee, alles okay. Müssen wir uns keine Sorgen machen, gell? Sieh jetzt in Ehren. Du wirst hoffentlich ganz, ganz steinhart. Nicht schon wieder schütteln. Heil der Bimbam. Ja, okay, lass uns mal gucken. Wir müssen einsammeln, alles klar. Dann sollten wir vielleicht, solange wir uns nicht anmelden, wieder auf Schutz gehen. Mal gucken, was da Neues dazu gekommen ist. Ja, wir haben eine ganze Folge mit Katzenschmusen. Ah ja. Schild des Rächers. Ah, da kommen wir. Ne, haben wir auch schon. 30, okay, 30. So, was haben wir denn am Zauberbuch noch für Sachen? Der göttliche Schutz, den haben wir doch schon hier. Nee, Gottes Schild. Ah ja, okay. Zurechtweisung. Dann bricht das Wirken. Ah, ja, Neißenstein. Genau. Das wollte ich eigentlich auf der 4 haben. Unterbrechen. Machen wir das so. Genau. Weil das ist für mich immer Unterbrecher. Auf der Maustaste hier. Dann müssen wir das halt mit Klick auslösen. Das ist schon okay. Okay. Ja, ziemlich lange 15 Sekunden Abklingzeit. Wenn ich mir da überlege, der Shami hat 8. Ja. Und der Magier hat 24 Sekunden Abklingzeit. Mit dem Unterbrecher kannst du schwer was machen. Und das ist die... Dann machen wir doch erstmal den Schreckensrufer und die... Oh, aua, Hilfe, aua. Ja, und jetzt geht's wieder... Wusch. Was war das denn jetzt? Macht sie. Und ab zum Essen. Ja, jetzt habe ich wenigstens wieder beide Hände und jetzt können wir uns auch wieder anmelden. Zufälliger Bernie Crusade. Aufpassen, dass wir uns hier von meinem Erzfeind nicht überrollen lassen. Ja, mal gucken, ob wir automatisch umgeskillt werden. Das ist nämlich als sonst ein Problem gewesen. Beziehungsweise, dass man nicht volles Mana hat. Das heißt, man kommt rein, skillt um und das Mana ist unten und die Leute legen los. Nicht so cool. Aber nicht so. Ja, ein bisschen schneller kommen wir schon voran als in der Heilspec, in der Heilskillung. Ich muss mehr. Ja. Wir sind noch gewohnt, hier mit der mittleren das Schild zu snitzen. Noch weniger Knöpfe als das ist sie. Noch. Tank. Ich meine, ja, wir könnten tanken, aber wollen wir es? Genug Stress gehabt. Und das ist dann halt, dann kommt man in diese, in diesen Modus, dass man sagt, ja, der Tank nicht gut war, dann ist man immer verleitet, es selber zu machen.
Und dann macht man selber und dann sind die anderen alle. Man selber ist immer perfekt. Die anderen sind immer nicht gut. Nee, aber es macht wirklich Spaß, wenn man zum Beispiel einen guten Tank dabei hat als Heiler. Dann ist es richtig entspannt, richtig relaxend. So, jetzt haben wir uns mal umgedingenst. Wir haben ja noch 16 Sekunden, das nutzen wir raus, um noch zu trinken. Dass man nicht ganz blank reinkommt. Ich bin so gespannt. Hoffentlich die Höllenfeuer-Zitadelle. So, das Anfangsding mit den drei Bossen, da war ich schon ewig nicht mehr drin. Oh, betreten. Betretenes Schweigen. Tiefensumpf, Schmiefensumpf, sage ich immer. Ein höfliches Hi. Ich bin geehrt. Natürlich bist du geehrt. Ich habe dich angesprochen. Mein Gebüsch, meine Mutter. Oh ja, der Pilz damals, der war eine feine Sache. Gut, dann ein Druide. Immerhin kein. Nee, das kann ich auch nicht sagen, weil es gibt auch sehr, sehr gute Mönche. Ja? Habe ich ja erklärt. Beim Mönch richtig gespielt ist richtig entspannt zu heilen. Das muss man schon mal sagen. Ach nee, das war mein Stuhl. Ich dachte schon, die Lizia hat was gesagt. Aber nein, es war nur mein Stuhl, der hier rumgequietscht hat. So. Ja, Druide kann man machen. Ja, Druide. Wie groß ist denn der in Wirklichkeit? 42. Oh ja, das ist okay. Lilly, hör auf jetzt. Nein, leg dich hin. Ich habe jetzt zu tun. Nicht immer hier. Ja, so ist brav. So ist brav. Hast du was Gutes gegessen? Ja. Ach Gott. Was gab's denn? Was gab's denn? Essen, ne? Hier. Was haben wir gemacht? War Scholle oder Lachs? Sie isst irgendwie nur noch Fisch. Also so Fischpäckchen. Das normale Zeug, so Huhn oder Rind oder so, ist nicht ihr Ding so wirklich. Urflechte. Naja, gibt ein bisschen EP. Das ist voll. Urflechte war damals ja der heiße Scheiß, ne? Also wenn PC rauskommt, dann werden wir wieder Urflechten. Ja, ich freue mich schon ein bisschen. Ja, cool, da können wir auch. Ich meine, wir nehmen ja nicht nur den Hype mit, wir spielen ja auch weiter, aber so durch den Hype so ein bisschen gepusht werden. Ist eine nette Idee. Die Idee gefällt mir gut. Ich bin nur mal gespannt, bis zum Sommer, wie groß wir tatsächlich geworden sind. Es wär so geil, wenn wir die größten deutschen WoW-Streamer werden würden. Also die größte Community. Das wäre so nice. Nice, nice, baby. Das ist der Dudu mit dem Dada hier, der da hin uns da macht. Muss ich wohl ein bisschen schnell hier heilen. Schön den Dudu jetzt rein spammen und zack und das noch drauf. Naja, wenn der ein bisschen was aushält, dann geht's. Ne? Der hat halt ein bisschen Reserven. Also der ist deutlich angenehmer zu heilen als der Hans Franz von vorhin. Sehr, sehr deutlich. Aua. Umgenatzt. Warum natzt der mich um? Das ist aber nicht sehr möglich. Wie lange war ich im Tiefensumpf nicht mehr drin? Jahre. Jahre nicht mehr, tatsächlich. Aber ich kenne noch alles, also, glaube ich. Ich kenne noch fast alles. Hibiskus, Hibiskus, sage ich immer. Oh Mann. Ah. Aber das sind halt auch noch die Zeiten, in denen noch nicht genug für alle da war, teilweise. Ja, von den Sachen, wo du mehrfach rein musstest, um
Beispiel die Beauty Ski, sag ich mal, zu holen. Rot leuchtet. Die Oberfläche, dabei darf man natürlich die Leute nicht aus den Augen lassen. Und später nicht vergessen, da hinten von dem Baumteil was zu sammeln. Ja, da muss man aufpassen hier mit den Pilzen. Weil die nicht so nice sind. Deswegen hat man früher, ist man mit dem Boss in so Kreisen gegangen. Ja, ist ja gut. Sacre bleu. Fan, Alter. Der nimmt mir ordentlich was von meinem Zeug weg hier. Ich muss halt immer gucken, dass das Dingens drauf ist, wegen Bummens. Und da konnte man früher zumindest, waren hier unten Dinger, die man einsammeln musste. Bei dem Baum. Jetzt wohl nicht mehr. Na gut, die Mana-Rack, die klappt zumindest. Da oben ist noch ein Blutibiskus. Nicht auf der Strecke bleiben mit dem Ding. Wir brauchen ja die Punkte. Und solange ich meine Leute geheilt bekomme, ist das ja alles in Ordnung. Stimmt, ich habe jetzt hier die Aura der Hingabe. Ich hoffe, ich habe die aktiviert. Dann aktiviere ich die mal mit, dass ich das nachher nicht vergesse. Ups. Und hier haben wir noch einen Bluthibiskus. Merci beaucoup. Den haben wir hinter ihm. Ich bin außer Reichweite. So, und schon haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Sehr gut. Ja, jetzt kommen wir gleich viel entspannter rein. Ich mag es nicht überhaupt, also aus der Instanz rauszugehen und die Quest nicht geschlossen zu haben. Das ist nicht so. Deswegen bin ich viel entspannter, wenn dann da das schon geregelt ist. Klappt aber dieses Mal echt gut. Also viel entspannter als im Ding jetzt. Der Boosterbruch. Das hier war damals auch ein schöner Weitgrund, wenn man hier reingegangen ist, die rausgepult hat, also die gepult hat, und dann kam die Pat dazu, die da vorne kommt. Und wenn es dumm läuft, hat die auch noch die nächste Kurve gepult und dann war. Oh, das hier haben wir schon wieder überzogen. Das heißt, das wird wohl wieder eine längere Folge.
Aber gut, wir haben halt lange und kurze Folgen. Von daher. Das passt schon. Flexibel. Mal gucken, zwischendrin noch mal ein bisschen heiliges Licht auf und zaubern kann, weil es einfach Mana effektiver ist. 51 Mana zu 75, ja, langsam, langsam. Aber man merkt auch, dass das Heilen mit dem Paladin nicht meine Kernkompetenz ist, dass ich einfach in der Vergangenheit mit dem Dingens geheilt habe. Jo, und gepult. Ja. Ich sage immer, ich mache alles ab. Kann man auch ein bisschen runter tickern lassen, normal, weil eigentlich sollte der sein Dienst einsetzen. Seine rasende Regeneration. Das ist fest mit eingeplant. Ja, diesen haben den Vorteil halt, sie haben sehr viele Lebenspunkte. Dadurch können sie auch stärkere Schläge einstecken, aber sie haben ansonsten halt auch nur ihr Ausweichen. Sie können blocken, sie können parieren. Das heißt, sie leben einzeln allein vom Ausweichen und vielen HP. Das ist ihr Ding. Also dauerhaft heilen mit dem Parler wäre, glaube ich, nichts für mich. Das ist zumindest, wenn er nicht noch signifikant stärker werden sollte. Zum Leveln ja, klar, kein Ding. Aber so für später mal ist schwierig, finde ich. Aber wie gesagt, ich meine, ich muss ja auch annehmen, dass das jeweils die ersten Klassen der Leute sind, die mitspielen, genauso wie meine. Da macht man logischerweise noch Fehler. Ist ja klar. Macht man später noch. Also ich kann auch später noch Fehler machen. Ich bin da sehr talentiert. Ich schaffe es wirklich jederzeit Fehler machen zu können. Bin auch ein bisschen stolz drauf. Ja, ein bisschen stolz, also ja, wenn man so jederzeit Fehler machen kann, ja, muss man sich nicht verstecken. Ich darf auch nicht vergessen, dass ich notfalls ja meine Hand aufgelegt habe. Das hätte ich ihm vorhin reinknallen sollen, aber okay. Ja, bei dem Mob war ganz wichtig, dass man ihn von der Seite genommen hat. Also zumindest die Heilung, die BD stand an der Seite und der Tank stand hier hinten an, der Wand, damit sie nicht. Oh, fuck. Damit sie nicht kicken kann. Warum geht das nicht? Das ist rechts. Das war rechts. Ich denke die ganze Zeit, ich klicke links und denke mir, warum kriege ich das Ding nicht drauf? Ich hatte ihn auf Alt rechts gelegt, alles klar. Ja, wie gesagt, das, was sie jetzt hier machen, ist nicht so smart. Das ist nicht so... Okay, es ist nicht so smart. Das ist zu weit entfernt. Aber das werden sie merken, wenn sie runtergekickt werden. Dann werden sie merken, das ist nicht so smart. Auch gekickt, aber ich habe mich schon vorsorglich so hingestellt, dass er mich eben nur zurück auf die Brücke schmeißt und nicht unter weiß wohin. Ich glaube, den haben sie auch geschwächt. Der war damals, war der richtig. Jawohl, es ist nicht, ja, es ist nicht Euro. Es ist nicht Euro. Die Sporiger sind auch schon neutral. Okay. Ist okay. Hat er auch noch einen Blut-Hibiskus gegeben? Okay. Hui. Fups. Zählt nicht mehr viel, dann wird es eine Doppelfolge. Wir haben ja noch zwei Sachen. Stimmt, das ist der eine mit seinem Bär, der noch kommt, und dann der Endboss.
Ellenbogen gerade. Aua. So. Ich bin mal sehr gespannt, wie das morgen wird mit Dingens hier. Mit Hild. Bin ich sehr gespannt. Ob es Spaß macht, abends zusammen dann im Livestream Hild zu leveln oder ob es eine totale Katastrophe wird. Wir werden sehen. Notfalls können wir uns ja auf Instanzen beschränken, falls es gar nicht. Falls Leveln gar nicht geht, was ich schade finden würde, aber man weiß es ja nicht. Jetzt wollte ich gerade das Schild reinschmeißen, aber ich habe ja gar keine Ahnung. Okay, jetzt wird's lustig. Lustig, schmustig, sage ich immer. Er regeneriert sehr schnell Mana. Der Mana. Er ist tatsächlich hatte schnellere Mana-Reg als der Shami. Ja? Also beim Shami muss ich öfters mal mich hinsetzen und trinken, wenn es hart geworden ist. Das hatte ich mit ihm jetzt noch nicht so hier. Er hat eine sehr gute Erfahrung. Bei so Sachen immer aufpassen, ich laufe immer Gefahr, dass ich beim Schaden mache, vergesse, dass ich ja eigentlich Heiler bin. Das ist dann nicht so geil. Ah, wir haben jetzt noch Richturteil. Wir haben jetzt zwei Richturteile oder was? Richturteil. Einsatz von Kontrafett, mehr Schaden erleiden. Okay, ja gut. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Das ist auch sowas. Du kannst halt als DD kannst du zwischendrin mal kurz was gucken. Als Heiler kann das wirklich problematisch sein. Und ich guck doch so gern mal was. Bald sind wir bei der Hälfte angekommen. Dann können wir fliegen. Das gut. Genau, der Typ. Da musste man erst den Bären kaputt machen und dann ihn. Warum er jetzt auf ihn das Ding draufsetzt, das war ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich weiß zumindest, dass wir damals immer erst den Bären gekriegt haben. Hat sich da was geändert dran. Wir haben halt jetzt noch den Bär am Arsch. Ja, klar, es gibt auch spannendere Sachen als mit dem Streilen. Wenn er genug Heilung raushaut, dann ist es ganz relaxend. Und ist ein solider Tank, würde ich sagen. Also er droppt eher selten. Genau, das ist der Windrufer, Schmindrufer. Den haben wir entdeckt. Sehr schön. Aufgabe abgeschlossen.
So, was haben wir denn hier schultertechnisch bekommen? Oh, der hat zwei Sockel drin. Das ist nice. Also zwei Sockel drin ist echt nice. So. Ja, ich muss tatsächlich die angreifen, damit ich heilige Kraft generiere. Um dann hier mein Wort der Herrlichkeit einzusetzen. Das mache ich noch zu wenig. Tatsächlich. So, hier ist der Endboss. Er hat einfach nur die Luft gehoben. Aber ist okay, die Schwarmmutter ist gleich in der Geschichte. Tiefen zum Schmiefen zum, sag ich immer, da haben wir doch das Gehirn der Schattenmutti. Ah ja, stimmt, da ist er dann da hinten aufgegangen, dass man da durch konnte. Und dann vorne die Sachen abzugeben. Richtig, richtig, richtig. Oh, ich glaube, wir schaffen die 30 tatsächlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das finde ich ja sehr nice. Friede sei mit euch. Oh. Wie darf ich helfen? Ja, und? Yes, 30. Gehirn haben wir auch gekriegt. Er müsste anlegen, stellt 11 Gesundheit wieder her, wenn ihr ein Ziel tötet, das Erfahrung oder Ehre gewährt. Wir nehmen mal die Gesundheit mit. Okay, schmeißen wir die Kappe weg. Jo, sehr schön. Also. Unverteilter Talentpunkte, alles klar. Gut, wir haben alles abgegeben. Wie ich hier sehe, ist nichts mehr da. Ach, da konnte man nämlich dann künftig auch immer Gebüsche bringen, damit die sporiger. Habe ich damals auch gemacht, PC. So, wir verlassen die Gruppe. Perfekt. Oh, das ist heute eine Doppelfolge. Boah. Ja, ich weiß. Also, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr mal zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.